zeige die Menschen hinter der Webseite. Also insbesondere für Dienstleister, wo der Mensch quasi das Produkt oder die Dienstleistung repräsentiert. Meine Dienstleistung richtet sich insbesondere an die Zielgruppen, wo die Person quasi im Vordergrund steht. Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer. Die größte Herausforderung war, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin, dass es doch immer ein bisschen länger dauert, als man eigentlich ursprünglich glaubt. Und es ist leider auch immer ein bisschen teurer, als man ursprünglich geglaubt hat. Ehrlich gesagt, die meisten wissen es noch nicht. Ein Video ist wichtig, weil es das zentrale Element ist als Online-Reputationsmanagement-Tool. Und mittelfristig bis langfristig wird auch keiner daran vorbeikommen. Aber in den Zielgruppen ist es in der Regel noch nicht angekommen. Sie haben die Bedeutung eines Videos für die eigene Webseite auf YouTube und für die Bedeutung der Kunden, die sich im Vorfeld informieren möchten, noch nicht wirklich erkannt. Ein Video bringt mich bei der Google-Suche nach vorne. Also die zeitgemäße Form, wie man sich heute präsentiert, ist in der Regel auf der Basis von bewegten Bildern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Sie haben natürlich die Möglichkeit, dieses Video weit zu distribuieren. Zum Beispiel, indem Sie es über YouTube einstellen, dann auf Ihre eigene Webseite verlinken und sich dann in einem dritten Schritt überlegen, ob Sie es zum Beispiel auch anderen Social Media Aktivitäten, wie zum Beispiel Facebook, zur Verfügung stellen oder weiteren Online-Video-Portalen, um eine noch breitere Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. Es geht eigentlich um kostenlose Reichweite. Ja, je mehr Leute meine Webseite sehen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich darüber auch Kunden für mich generiere. Das heißt also ganz gezielt auf die neuen Kanäle setzen, um eben nicht nur mit den bisherigen Kontakten zu arbeiten, die man persönlich kennt, sondern auch tatsächlich auch wirklich in die Fläche zu gehen. Also ich bin seit 25 Jahren im Vertrieb unterwegs und habe eindeutig festgestellt, dass die Kaltakquisition über die alten Medien, sprich Telefon, heute nicht mehr akzeptiert wird. Die Kosten gehen ins Unendliche, die Energie, die man da aufwendet, wird immer höher. Ich denke, der zeitgemäße Form ist heute wirklich, sich im Internet attraktiv zu präsentieren, sich darüber finden zu lassen, sich darüber zu präsentieren und dann hat man auch Chance, dass die Dienstleistung gekauft wird. Es geht um Vertrauen, es geht um Authentizität. Ich möchte die Person, mit der ich dann ja unter Umständen sehr intensiv zusammenarbeite, und das ist bei einem Arzt so, das ist bei einem Steuerberater so und das ist auch bei einem Rechtsanwalt so, möchte ich im Vorfeld ein bisschen kennenlernen und möchte mich fragen, ist das die Person, der ich zutraue, meinen Fall beispielsweise bei einem Rechtsanwalt wirklich kompetent zu lösen? Der Inhalt Ihrer Webseite wird attraktiver und sich wohltuend von anderen Webseiten unterscheiden. Zweitens, Sie haben die Möglichkeit, sich selber darzustellen. Also die Menschen haben die Möglichkeit, die Person hinter der Webseite kennenzulernen. Und drittens, ein Video ist heute entscheidend für ein gutes Google-Ranking. Es wird Ihr Google-Ranking maßgeblich und im positiven Sinne beeinflussen. In der Essenz geht es wirklich um drei Dinge. Gefunden, verstanden, gekauft. Das sind die drei Dinge, auf die es im Internet heute wirklich ankommt.